Steiermark. Graz. Fabian Kölle ist froh, dass er nicht in die Hack gegangen ist, da er sonst niemals auf die Technik gekommen wäre. Heute ist er Ingenieur und den braucht man, sagt er, wenn man etwas will, was man nicht so einfach kaufen kann. Er ist Teil von Terra TU Graz. Terra steht für Team Eco Racing Austria. Das Team will das energieeffizienteste Auto der Welt bauen. So entwickelte, konstruierte und baute das Team den Terra Fennec. Fennec ist ein Wüstenfuchs, der wenig Wasser braucht. Terra Fennec ist ein Straßenfuchs, hat vorne zwei Räder und hinten ein lenkbares Antriebsrad. Und er braucht wenig Treibstoff. Auf die technische Planung werden TU-Studenten trainiert. Doch 25 Personen koordinieren, die Aktivitäten abstimmen und zum Schluss ein Produkt vorweisen, kann man nur in der Praxis lernen. Den Bau des Fahrzeugs führte das Team selbst durch. Studenten als Handwerker, eine nicht selbstverständliche fachliche Kombination, die wesentlich war. Ein hocheffizientes Auto erreicht, wer Luft- und Rollwiderstand gering hält und die energieverbrauchenden Komponenten effizient macht. Die Außenform wurde mittels Strömungssimulationen in der Konstruktionsphase optimiert. Dadurch erreicht Terra einen Luftwiderstand, der nur knapp über dem eines Wassertropfens liegt. Eine Brennstoffzelle liefert Strom für den Elektromotor. Die Reichweite lässt sich sehen. Knapp 1800 Kilometer pro Liter Wasserstoff. Eine gute Idee ist für Fabian Köller wichtig. Aber bei der Umsetzung nicht aufgeben und Hilfe in Anspruch nehmen, führt schließlich zum Ziel.